gibt es nicht ganz so viele. Doch ist es im Weg steht. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich herausgegangen hier bei uns im Hafen an der Nordseeküste. Ja, hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wie du sehen kannst, habe ich heute wieder etwas Besonderes für dich. Und zwar machen wir ein neues Unboxing-Video zusammen. Ja, ich habe Post bekommen von DHL Express aus China und dieses schöne kleine Paket, das werden wir jetzt mal zusammen öffnen und dann schauen wir mal, was wir da Feines bekommen haben. Okay, es ist eingeschweißt hier. Ich werde das mal mit dem Messer vorsichtig öffnen, sodass wir an den Karton rankommen, der sich da innen drin befindet. Ja. Und da haben wir das dann schon. Tada! Und dann kann man schon ganz gut erkennen, um was es sich hierbei handelt. Und zwar von der Firma Insta, meine allererste 360-Grad-Kamera. Okay, dann schauen wir mal, wie das aufgeht. Ah ja, die wollen tatsächlich, dass man hier diese Lasche entfernt, was ich natürlich etwas ungern machen würde, da ich den Karton gerne behalten möchte. Also versuche ich hier unten diese kleine Leiste abzubekommen stattdessen. Diese kleine Klebeleiste zu lösen. Von der Seite. Und gleich nochmal von der anderen Seite. Ja, und während ich mir hier einen abquäle, kannst du ja vielleicht einen Daumen nach oben geben für das Video oder schreib auch einen kleinen Kommentar. Freue ich mich immer drüber, das weißt du ja. Okay, den ersten Schritt haben wir geschafft, das haben wir geöffnet. Tada, ja. Und es gibt tatsächlich noch weitere Kartons in der Verpackung, was natürlich schön ist. Da ist einmal das Wichtigste. Da haben wir das gute Stück. Die Insta 360 One X2. Insta 360 One X2. Die ist letztes Jahr, Ende letzten Jahres erst auf den Markt gekommen, international. Und da war ich noch etwas am Überlegen, ob ich mir auch mal eine 360-Grad-Kamera holen soll, ob sich das überhaupt lohnt für mich. Und ja, nach reiflicher Überlegung habe ich mich dann tatsächlich dazu entschlossen und werde diese feine Kamera halt noch mit in meine Vlogs einbinden, um die noch interessanter zu gestalten für euch. Des Weiteren haben wir hier in der Box noch eine kleine Verpackung. Da habe ich mich für dieses kleine Schutzkondom, diese kleine Schutzlasche entschieden, die noch mitzubestellen direkt bei Insta. Und zwar, um die empfindliche Linse gut zu schützen, damit die keine Kratzer bekommt. So, das packe ich erstmal zur Seite. Und dann können wir uns erstmal an das Öffnen dieses Kartons machen. Dazu werde ich jetzt doch mal meine Brille wieder auf die Nase setzen, mein Nasenfahrrad, und nochmal einen schönen Schluck Kaffee trinken. Alles schmeckt besser aus der Fuchstasse, wie ihr ja wisst. Okay,
Und dann schaue ich mir das Ganze noch mal ein bisschen genauer an. Insta360 One X2. Das ist eine Pocket 360 Steadicam. Ja, der Name Insta360 One X2 ist unnötig lang eigentlich. Da muss ich mich auch noch erst dran gewöhnen, dass ich das dann immer richtig benennen kann. Ja, was haben wir an der Seite an Informationen? 5,7K 360 Grad Capture, also die zeichnet in 5,7K auf, wovon dann effektiv aber am Ende auch nur 4K übrig bleiben, wenn man das geschnitten hat. Da gehe ich dann noch später drauf ein. Steadicam Mode hat sie, das ist sehr wichtig, also ist bildstabilisiert. Dann haben wir Flow State Stabilization, das sagt mir jetzt erstmal nichts, da muss ich mich dann noch mit beschäftigen. Invisible Selfie Stick, das ist auch wichtig, dass man den Stick nicht sieht, wenn man damit unterwegs ist. Dann ist sie wasserdicht jetzt neuerdings, bis zu 10 Meter. Das ist vor allem wichtig für mich, wenn ich mal bei etwas schlechterem Wetter unterwegs bin, gerade hier an der Küste. Da kann es doch mal ein bisschen regnen. Ja, AI Editing, ja, damit muss ich mich dann halt noch beschäftigen, dass ich mich in das Programm einfinde, in das Editing-Programm. Dann haben wir 4MIC 360 Audio, also aus 4 Mikrofonen nimmt sie das Audio auf, in 360 Grad Richtung. Dann Ultra Bright Touchscreen, also sie hat jetzt einen Screen mit dabei, dass man die Aufnahme vor dem Beginn des Shootings begutachten kann. Dann haben wir Hyperlapse, auch interessant, und Voice Control, was ich auch bei allen anderen Kameras eigentlich nie nutze, aber gut ist zu haben. Okay, dann können wir jetzt mal anfangen und das gute Stück mal öffnen hier aus seiner Verpackung. Einmal mit dem scharfen Messer entlang geritzt und dann die Folie entfernt. Das ist eine relativ einfache Standardverpackung dieses Mal, so dass da nicht allzu viel schief gehen kann und ich die schöne Box zerstöre. Einfach nur nach oben das Ganze hinwegziehen und dann kommen wir an den Inhalt ran. Und da sehen wir dann auch schon ganz wunderbar hier das kleine Wunderwerk der Technik, die kleine Kamera. Ja, ist also schon erstaunlich, was man in so ein kleines Gerät alles an Technik hineinbringen kann. Das Ganze wirkt äußerst wertig, äußerst gut gebracht. Es hat sich schon der erste Sticker hier gelöst. Dann kann ich die anderen auch gleich abmachen. So, komm her hier. Der erste ging so einfach und der zweite, der ziert sich ein wenig. Okay, den habe ich auch ab. Und hier am Batteriefach ist noch einer, steht auch was drauf. Und an dem Screen natürlich. Mache ich erstmal den am Screen entfernt. Sieht wirklich schön aus. Okay, im Batteriefach habe ich den jetzt auch abgemacht. Ja, was haben wir hier? Das Ganze liegt wirklich gut in der Hand, ist haptisch sehr schön zu handhaben. Hier steht dann Insta360 One X2, falls man den Namen mal vergessen sollte. Dann ist der auch immer schön erkenntlich. Ja, und dann haben wir hier die Linsen vorne und hinten. Wie gesagt, es ist meine allererste 360-Grad-Kamera, die ich nutzen werde. Und für mich also absolutes Neuland. Bin schon sehr gespannt auf die Aufnahmen. Okay. Und da ist der Powerknopf. Jo. Und unten natürlich das Gewinde für normales Stativgewinde. So, oder den Selfie-Stick. Ich werde jetzt einfach mal das ist ein Anschnitt. Ah, jetzt tut sich schon was. Sie piept, sie lädt und da ist sie auch schon gleich da. Der Screen sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Halte ich hier auch nochmal in die Kamera. So. Und hinten. Ja. Das sieht schon richtig klasse aus. Ich glaube, ich kann den
Ja, das ist cool. Ich kann den Screen direkt verstellen. Das ist ein Touchscreen, sodass ich mit dem Finger den Winkel ändern kann in der 360-Grad-Welt. Das ist natürlich absolut faszinierend und interessant. Das sieht man jetzt sogar schon, dass die Kamera selber gar nicht zu sehen ist. Es wird also so kombiniert, das Bild so zusammengestitcht, dass die Kamera wirklich unsichtbar ist. Genau. Klasse, das ist toll. Da werde ich wirklich viel Spaß mit haben, um damit zu experimentieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, okay, dann mache ich sie jetzt erstmal wieder aus. Ich muss dann ja sowieso erstmal den Akku laden. Jetzt geht sie aus. Ja, Insta 360 Shutdown. Wunderbar. Wie gesagt, ich werde dann erstmal den Akku laden und dann die ersten Probeaufnahmen mache ich dann schon bald. Die werde ich dann im Anschluss dieses Videos auch zeigen. Okay, dann packen wir sie jetzt erstmal wieder zur Seite und schauen, was wir noch hier in dem Karton haben. Hier ist noch eine kleine Box enthalten. Wenn ich die mal öffne, hier geht die auf. Da müssten wir dann das Zubehör für finden. Natürlich ein USB-C-Kabel, wovon ich ja schon so viele habe, zum Aufladen. In die Feuchtigkeit, so ein kleines Säckchen. Ah, das ist ja klasse. Da haben wir tatsächlich eine kleine Tasche mitgeliefert. Eine kleine Aufbewahrungstasche. Da war ich mir gar nicht so sicher, ob sowas da dabei enthalten ist. Riecht alles noch so schön neu. Insta 360, da kommt das gute Stück dann rein zum Schutz. Ich habe dann natürlich noch diesen Linsenschutz, den zeige ich euch auch gleich noch. Geht ein bisschen straff, aber es funktioniert. So, dann ist sie da drin für den Transport. Hier ist noch so eine kleine Schlaufe dran. Ich weiß nicht, ob wir da noch so eine Kordel mit enthalten haben. Muss ich jetzt mal schauen, aber nein. Das scheint dann auch schon bald alles zu sein. Eine Memory Card ist nicht dabei. Hier ist nochmal ein Reinigungstuch für die Linsen. Kann man auch immer gut gebrauchen. Ja, und jede Menge Papierkram. Quick Start Guide. Da werde ich mich dann noch eingehend mit beschäftigen, sodass ich sie dann auch vernünftig bedienen kann. Okay, nimmst du da erstmal wieder raus aus ihrer Hülle. So. Das auch was mal zur Seite packen. Kaffee aus der Fuchstasse. Alles schmeckt besser aus der Fuchstasse. Ist ein kleiner Running Gag. Falls der Otter zuschaut, der weiß, was gemeint ist. Okay, ja. Mein kleines Kondom hier für die Linsen. Das will ich jetzt noch mal gleich rausnehmen. Hier. Das habe ich mir, wie gesagt, noch mitbestellt. Ich habe mich nicht für eines der Sparpakete von Insta entschieden, weil wenn ich das so nachgeschlagen und nachgerechnet habe, dann kam ich auf einen etwas günstigeren Preis, indem ich weiteres Zubehör woanders geordert habe, nicht direkt in China. So, da ist die Gut. Da ist das kleine Kondom für die Insta 360 One X2. Das wird dann einfach hier nur so drüber gestülpt. So, und dann hat sie ihren Schutz. Das ist eigentlich immer ganz gut zu benutzen, falls man nicht gerade aufnimmt, damit die Linsen geschützt bleiben und nicht zerkratzt werden. So, in der Form bekomme ich sie jetzt bestimmt aber auch nicht mehr in dieses Behältnis hinein. Zumindest nicht komplett. Teilweise kann ich sie reinkriegen. Ja, könnte man so machen. Muss ich mal schauen, ob ich das nicht separat dann verwende. Okay, ziehe ich das Schutzkondom erstmal wieder ab. Stellen wir sie doch mal hier hin. Vielleicht auch nochmal an. Einmal angemacht. Könnt ihr da vielleicht was von sehen in der Kamera. Okay, ja, was gibt es noch zu erzählen? Ich habe mir noch
ein weiteres Zubehör dazu bestellt. Und zwar natürlich, selbstverständlich. Oh, jetzt ist es umgefallen auf die Nase. Nicht so schön. Ja, ich hoffe, das hat jetzt keiner mitbekommen. Okay, ich mache jetzt auf jeden Fall doch mal die Schutzhülle drüber und schalte sie wieder aus. Das hat doch seinen Sinn, dass man sowas dafür hat. Okay, gut. Ja, ich habe mir natürlich eine Speicherkarte mit dazu bestellt. Ich habe ja eine meiner 64 GB schnellen SanDisk Speicherkarten, die Extrem, an Janette geschickt, damit sie gleich mit der Pocket 1 arbeiten kann. Bei der Gelegenheit möchte ich dir auch schöne Grüße senden, Janette. Ich hoffe, bald wieder ein schönes neues Video von dir zu sehen. Okay, ja, Speicherkarte natürlich, die ist nicht dabei bei der Insta360 One X2. Die muss man separat kaufen, das ist wichtig zu wissen. Und dann habe ich mir noch mitbestellt so ein Bullet Time Bundle. Also diese beiden Sachen habe ich separat bestellt bei Amazon, da waren die 10 Euro günstiger. So, das Bullet Time Bundle, das zeige ich euch jetzt nochmal. Ja, das Faszinierende an der X2 ist halt, dass man diesen Bullet Time Effekt, den ihr ja alle aus dem Film Matrix kennt, machen kann. Und das wird natürlich auch eine spannende Sache, da bin ich schon sehr gespannt darauf, was ich da für Aufnahmen mit hinkriegen kann. Und das ganze Geheimnis bei dieser Sache ist halt, dass man diesen zweigeteilten Selfie-Stick hat. Und das kann man zum Beispiel auch als Tripod dann benutzen. So, das ist ein kleines Dreibein. Da kann man die Insta dann schon draufschrauben. Okay. Und hier an der Seite ist halt noch ein weiteres Gewinde, so dass man diesen Bullet Time Effekt machen kann. Den werde ich euch dann in Kürze auch noch genau vorstellen in meinem Video. Ich werde schon bald die ersten Probeaufnahmen jetzt machen und die versuchen vernünftig hinzukriegen. Hier bei dieser Vorrichtung hat man dann halt die Möglichkeit, das Ganze zu sperren oder zu lösen. Und so ist es gesperrt. So, dann bewegt es sich nicht, sollte es nicht zumindest. Ja, und wenn ich das löse, dann hat man halt das dann so. Und dann kann man diesen Bullet Time Effekt machen. Vielleicht könnt ihr euch das schon so ein bisschen mit dieser Einstellung vorstellen. Okay, dazu wird die Kamera halt hier arretiert. Ich hoffe, das Gewinde leiert nicht so schnell aus dabei, wenn man das benutzt. Okay. So. Dann hat man die Kamera da so drauf. Dann hält man das halt über den Kopf und nicht, dass ich das Ding gleich ins Gesicht kriege. Und dann soll man das so ruhig schwenken. Und dadurch entsteht halt dieser Bullet Time Effekt. Bin ich schon gespannt drauf. Zeige ich euch dann auch gleich mal ein paar Szenen, die ich damit so gefilmt habe. Okay, ja, dann haben wir das auch. Dann werde ich jetzt als erstes natürlich den Akku laden und mich ein bisschen in die Bedienungsanleitung einlesen der neuen Kamera. Und dann geht's raus und ich werde versuchen, die ersten Aufnahmen für euch zu machen und daraus dann auch einen kleinen kurzen Clip hier am Ende dieses Unboxing-Videos zu bringen, wo ich euch dann zeige, was ich alles als erstes mit der neuen Insta360 One X2 gefilmt habe. Ja, das Video zeige ich euch jetzt gleich mal und wir sehen uns dann zum Schluss noch einmal. So, und zwar ist heute auch endlich mal wieder ein bisschen die Sonne rausgekommen.
Okay, ja, das war dann also mein erster kleiner Clip mit der neuen Insta360 One X2. Ich freue mich, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss geschaut habt. Hab vielen Dank dafür. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen kleinen Kommentar da. Ihr könnt mir auch einen Daumen nach oben geben. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich natürlich auch darüber, wenn ihr das jetzt macht. Drückt auch bitte die Glocke, so werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, und ansonsten bleibt mir nur euch zu wünschen, dass ihr alle gesund bleiben mögt. Unternehmt was Schönes und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also macht's gut und bis dann, euer Matthias.